Hallöchen Sportsfreunde, wir sitzen mal wieder. Sie beiden haben gerade ein mega krasses Band hinter sich gebracht. Correa als den Türkisch Medic und der liebe Johnny Münster zusammen kreuzen. Ihr habt es vielleicht gesehen, wenn nicht, solltet ihr das auf jeden Fall nachholen. Mein Name ist Johannes Lukas und wir sind heute hier, um nochmal ein Battle zu machen. Denn nicht wer ist der Stärkste, wer hebt am meisten Gewicht, sondern wer sieht am krassesten aus. Denn wir haben hier einen Bodybuilder. Ja, du hast bis jetzt schon auf der Bühne gestanden. Ja. Einmal. Dann kam leider ein bisschen Krebs dazwischen. Und hier haben wir Johnny. Und Johnny will noch auf die Bühne gehen. Und ich finde, es ist ein ganz ebenbürtiges Match, weil wir haben hier 90 Kilo auf 1,80, 78? Ja. Ja. Und hier haben wir 77, 78 Kilo auf 1,70. Jo. Beides Powerbuilder. Also ihr trainiert beide ultra schwer. Die Körper sehen dementsprechend aus. Wie genau? Das sehen wir jetzt, Jungs. Macht euch nackig. Seid ihr bereit? Ja. Und jetzt. Da sind wir. Zack. Und da sind wir auch schon wieder. Mach mal weiter jetzt. Stellt euch mal hin, in Pose. Ich gehe mal in die Richtung, ihr stellt euch genau. So machen wir das. Zeig mir Arsch, nein. Erstmal Grundstellung von vorne. Und man muss wirklich dazu sagen, der Johnny muss angespannt stehen. Weil wenn Johnny nicht anspannt, sieht er aus wie Wash. Also du siehst nicht so krass aus. Mach mal Grundstellung hier, komm. Bau dich mal auf. Okay, gut. Korre, bau dich auf. Grundstellung. Bam. Was man ja auch gemerkt, soll ich mir die Brust anspannen oder noch? Mach mal beides, zeig mal. Also ist es angespannt? Alter. Ja. Okay, für eine Drehung zur Seitenansicht. Jetzt siehst du mal richtig rum, ne? Leute, der hat schon auf der Bühne gestanden und der Johnny noch nicht, aber Johnny ist großer Meister im Posing auf jeden Fall. Ja, ein bisschen mehr eindrehen zu mir, ein bisschen mehr Fläche zeigen, Johnny. Wie denn? Ja, ja, so bist, genau so, ein bisschen mehr, genau. Correa hat natürlich eine brutal gute Form, obwohl Johnny auf Diät ist, ist Correa trotzdem härter. Correa ist einfach ein Jahre alt, da gibt er 5 Jahre her. Für die Drehung zur Rückenansicht. Ja. Schönes Ding. Und wieder für die Drehung. Das ist das sogenannte Line-Up, Leute. Und da kann man genau sehen, wie die Struktur, wie die Linie ist. Kann man sich schon mal ein Auge von machen. Na, wie ist die Taille, wie sind die Breite, wie breit sind die Schultern? Hat er eine X-Form? Schulter bis unten lassen, Johnny. Die, so? Ja, so ist gut. So ist gut, prima. Luft aus dem Bauch raus. Ein bisschen eindrehen. Okay, also Johnny, so wie ich das sehe, müssen wir auf jeden Fall noch bei der Diät halten. Ja, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Okay, jetzt pass auf, Posen. Ich hab ja heute Nacht nicht geschlafen, ich hab mir Wasser gezogen. Ja, stimmt, du hast Wasser gezogen. Ja. Frontal bitte Doppelbizeps. Achso, Doppelbizeps. Ja. Was denn? Alles gut. Doppelbizeps! Okay. Was denn? Jungs! Hab ich doch gar nicht gemacht. Doppelbizeps! Das ist die Punktabzug, aber richtig. Weil meine schwächste Pose. Okay. Prost. Für dich ist es jetzt auch wichtig, Correa. Du musst das lernen. Du musst lernen, dich zu präsentieren. Ja. Ja. Und Latissimus. Von vorne bitte. Bisschen nach vorne den Johnny. Ja, Correa ist einfach scheiße brutal in Form. Es ist einfach so. Die beiden sind unaufgepumpt, ne? Das muss man dazu sagen. Also Correa ist halt einfach immer irgendwie brutal. Jungs, steht euren Mann! Seitliche Brust! Achso. Heute ist jetzt. Nee, andere Seite. Oh, Jungs, Alter. Das kannst du auf der Bühne machen. Stellt euch vor, ihr seid auf der Bühne. Ja. Johnny, du siehst aus wie leergelutscht, im wahrsten Sinne des Wortes, echt? Alter. Aber richtig. Ist er ja auch quasi. So. Warte, ich hör noch. Seit 30? Och, bitte. Es sinkt für Sie heute das Niveau. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Johnny, Trizeps. Trizeps. So, jetzt wirklich mal nochmal die Rückansicht sehen, bitte. Hey, ist sowas nicht wahr? Seid Triceps, Jungs. Luft aus dem Bauch, Johnny. Luft aus dem Bauch. Ja, besser. Richtig Luft aus dem Bauch. Anspannen ein bisschen. Anspannen. Ja, ich kann okay. Nicht. Okay, reicht. Von hinten, bitte. Jungs. Jungs, jetzt komm, weitermachen. Jetzt mal sehen, ob der Furz hinten sich auch zeigt. Gut. Was? Hast du braune Flecken oder was? Oh! Ach, wenn ihr denkt, die nehmen das nicht ernst, das täuscht nur, Leute. Ich schwöre euch, die Jungs geben Vollgas. Also beim nächsten Wettkampf auf der Bühne werdet ihr sehen, da wird nicht rumgehampelt. Doppelbizeps von hinten!
Aua! Zacki! Und raus! Oh, Digga, ich kann nicht mehr. Wie, du kannst nicht mehr. Und Latissimus! Ohrschein spannen, Bein. Aber dir hängt Fleisch dran, Kocher, ohne Ende, Junge. Die Chemotherapie hat dir gut getan. Schön zeigen, 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 Jungs, in beide Richtungen. Ja, gut, Johnny. Puh, also die Rückenpose, die geht auf jeden Fall an Johnny. Ihr könnt unbedingt mal mitwerten und dann sagen, wer am Ende gewonnen hat. Ist natürlich ein ich bisschen schwierig. Hi. Das ist einfach besser in Form. Ich bin leer gelaufen. Bauchbeine, Bauchbeine. Bauchbeine. Letzte Pose, let's go. Ist noch nicht die letzte, aber gut. Streifen, oh, Streifen haben sie beide. Dein Bauch, Johnny, dein Bauch, komm. Ja, und brutal, brutal, brutal. Wisst ihr was wegen meiner überschüssigen Aussage? Du musst maskulär hinterher. Du musst maskulär hinterher. Was? Das gibt Punktabzug. Die Brust mehr raus, Johnny, die Brust mehr raus. Ja, so. Yeah. Brutal. Grundstellung wieder. Soldaten, Grundstellung. Was? Grundstellung. Wieso? Weil ihr Soldaten seid. Verdammt nochmal. Soldiers. So, und wir haben bei Johnny gesehen. Wir sprechen das ruhig schon mal an. Du kannst entspannen, ist gut. Er hat hier ein bisschen überschüssige Haut. Und wir haben jetzt das Zielgewicht erreicht, aber ich glaube, wir dürfen dich gar nicht so hochgehen lassen mit dem Körpergewicht. Das heißt, wir müssen jetzt die Form auf jeden Fall halten. Wenn nicht sogar noch ein bisschen tiefer. Weil wir natürlich, ihr müsst euch vorstellen, das Bindegewebe braucht immer so ungefähr ein Jahr, bis es sich komplett zurückgebildet hat. Und damit das nicht nachher schwabbelt, wabbelt, so wie bei alten Männern, wie bei mir quasi, ne, schwabbel, schwabbel, wabbel. Ja, deswegen, ne, weißt du Bescheid, mein Freund, weil du hast ja eine krasse Historie, du warst früher übergewichtig, dann warst du magersüchtig, jetzt hast du wieder Muskeln, also das geht bei dir auch. Powerlifting gemacht dann, aber fettes Powerlifting jetzt nicht. Fettes Powerlifting jetzt, genau, und nicht das Athletik-Powerlifting, so wie Koray. Nee. Ne? Also, wenn ihr die Geschichte noch nicht kennt, schaut mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Ansonsten, Koray94? 94. 94 auf Instagram abchecken, Leute. Und diesem Video einen Daumen hoch geben. Nicht vergessen, schreibt in die Kommentare, wer euch am besten gefallen hat. Nicht nur von der jetzigen Form ausgehen, sondern einfach insgesamt das Gesamtpackage. Ansonsten könnt ihr auch mal hier da vorbeischauen. Ach, hallo. Was sagst du? Wer hat gewonnen? Aber beide sehen gut aus. Beide sind gut. Warum interessierst du dich eigentlich für Bodybuilding? Was ist da los? Ich wollte gar nicht. Er hat gesagt, komm raus. Hab ich gesagt, nee, komm raus, kannst du ein bisschen gucken. Ich will drin bleiben, ey. Leute, wir sind raus. Vielen Dank für euren Support.